Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen aus Phillip Island mit unserer Suzuki in der Manager-Karriere. Jo, wie schaut's aus? Ja, P5 haben wir gerade reingefahren. Schauen wir mal, ob mich noch einer vorschummelt. Fünfter Blämmer, jawoll. Und Davis Rossini, Freunde, auf P1. Da haben sie dem Quali was abgenommen. Bin ich gespannt, ob er im Rennen wieder ein bisschen zurückfällt. Quali ist er ja schon einmal sehr stark, knapp vor Vinales Marquez. Dadurch Rossi nur mit mir in der zweiten Reihe und Dovi komplettiert das Ganze. Ja, dieses Wochenende fahren sie ja in Le Mans am 20. Bin ja auch schon wieder sehr gespannt drauf, auf alle drei Klassen, wie es da rund gehen wird. Wir begrüßen alle zugeschalteten Motorradsportfans. So schaut's aus. Wir melden uns live aus Phillip Island, wo das 16. Rennen der MotoGP-Weltmeisterschaft stattfindet. Genau. Und das findet jetzt statt. Ich habe nicht mehr die 66, dann haben wir nochmal 60 gehabt. Na egal. Das haben wir jetzt in der letzten, im letzten Part auch nicht mehr dann wahrscheinlich ändern. Wenn ich darauf denke, draußen werde ich es ändern, aber egal. Nach einem langen Wochenende so. Vorbereitung startet endlich das Rennen. Momente voller Spannung und höchster Konzentration. Jetzt will man nur noch... So schaut's aus. Und hier ist nämlich der Startplatz extrem wichtig. Mit der Brille waren wir weiter hinten. Ich bin jetzt hier die eine oder andere Runde ein bisschen mehr gefahren. Los geht's, dass wir hier gleich vorne mit dabei sind. Ah, hier die ersten Runden immer sehr heikel. Iannone! Findet wieder zur alter Stärke zurück. Mir aber auch. Da kommt immer so viel Unruhe rein ins Motorrad. Und Marquez ist schon wieder mal letzter hier bei der ersten Gruppe. Es ist unglaublich. Obwohl wir ihn nicht mögen, also ja, nicht so sonderlich mögen mit seinen speziellen Aktionen hin und wieder. Ich zumindest, aber der KI-Marquez hier bei mir tut mir leicht. Tut mir irgendwie ein bisschen leid. Der KI-Marquez. Aber ich glaube, den werden sie dieses Jahr wieder ein bisschen raufschrauben. Glaube ich schon. Also beim 218er. Können sie denn nicht so langsam machen wie hier? Das geht gar nicht. Können es nicht bringen.
Ah, die können auch einen dicken Früher rausbeschleunigen. Sehe ich jetzt richtig oder ist Iannone auf P3? Und fightet gerade mit... Nein, es ist Rossini und... Ah, es ist Rossini mit Wale. Die jetzt beide an Rossini vorbeigegangen sind. Schade, dass wir den nicht mitnehmen können ins Motorspiel 18 dann. Den wir schon so gut ausgebildet haben und gekauft haben. Was man halt macht mit unseren Fahrern. Verpflichtet haben wir aus dem Pool. Und dann ausgebildet natürlich. Da müssen wir wahrscheinlich, ich hoffe es geht überhaupt beim Motorspiel 18, ich weiß gar nicht, ob da wieder die, ob wieder überhaupt die Karriere so drinnen ist. Geschweige denn verbessert. Also die Manager-Karriere natürlich. Habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Weil das haben sie schon einmal rausgenommen. Also ich traue ihnen da alles zu, leider auch in Negativen. Ich glaube, es gibt schon wieder neues Gameplay auch, aber ich habe mir da noch nicht wirklich was angeschaut, weil ich will mich da selber überraschen lassen und mir dann selber ein Urteil bilden eigentlich. Das eine oder andere kleine Gameplay werde ich mir vielleicht einmal anschauen. Vielleicht kann man zumindest was rauslesen bezüglich Karriere. Schauen wir mal. Aber ich glaube am 8. Juni ist eh soweit. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Deswegen müssen wir die Saison hier noch durch. Und dann müssen wir schauen, was für ein Datum das wir haben, ob wir dann noch entweder nur mal Einzelrennen fahren oder noch schnell eine Saison, wo auch immer, durchpeitschen. Also da brauchen wir mindestens fast 3 Wochen, glaube ich, Zeit. Da haben wir da 17, 18 Rennen, 19. Ja, da brauchen wir schon 3 Wochen. Ja, das wird jetzt, ja, da müssten wir eigentlich fast schon jetzt starten. Na, das wird sich gar nicht ausgehen. Befürchte ich. Aber wir könnten vielleicht, dass wir nicht ganz ohne MotoGP fahren, eine verkürzte Saison, so eine eigene erstellen, eine Meisterschaft, eine kleine. Mit ein paar ausgewählten Rennen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Da schauen wir einfach mal. Fahren wir die mal fertig. Ja, die Jungs da vorne sind schon zügig unterwegs. Da kommt man nicht ganz mit. Da kommt jetzt eher noch Lorenzo, wo kommt der her von hinten? Ja, Ducati wäre natürlich auch geil wieder in der Saison, aber da sind wir glaube ich im MotoGP, im vorigen MotoGP. MotoGP 16. Da sind wir ja da die Abschlusssaison mit Ducati ja gefahren.
Ja, das Thumbnail brauchen wir noch, Freunde. Ja, Rossini vorne, dann Tobi und dann Marquez. Die zwei Yamaha-Jungs haben sich schon wieder abgesetzt. Aber das wird sich wohl jetzt mit 8. Juni dann mit dem neuen MotoGP wieder ändern. Leider haben es keine Patches und Updates oder irgendwas gebracht. Leider. Der Fuß unten, immer wieder gerne genommen. So, machen wir mal zwei. Ah, die Sonne ist so jetzt etwas ungünstig hier. Das können wir auch noch bringen. So, perfekt. Da können wir da nochmal reinschnuppern. Ah, Rossini schon nach hinten gefallen, leider in der Gruppe. Jo! Haben wir ein bisschen experimentiert, alles klar. Wir nehmen wieder die Sicherheitsvariante. Da sind wir schon einmal weggerutscht. Schade, dass er nicht weiter vorne mitfahren kann. Aber ich glaube, würde er jetzt auf einer Repsol sitzen. Auf der Repsol kann er nicht sitzen, auf der Honda. Hier in der Managerkarriere, auf der ausgebauten oder auf der Yamaha. Dann glaube ich, würde er mitfahren um Siege. Das wäre doch interessant hier. Vor allem, es bringt wieder ein bisschen neue Würze auch vorne mit rein. So, keine Risiken mehr hier. Und der 8 von 10 und wir kommen wieder ein bisschen näher. Na, da hat es gar nicht so schlecht ausgeschaut. Ja, jetzt verliert sogar schon ein bisschen den Anschluss, Rossini leider.
Ja, da fährt er selber die Kampflinie innen. Und geht nochmal bei allen. Oh, das habe ich jetzt selber überrascht. Ich gehe bei allen innen durch jetzt. Bei beiden. Bei Tobi und Marquez. Ja, Wahnsinn. Ich wollte das eigentlich gerade bei ihm machen. Dann sticht er aber selber nach innen. Boah, da hat er mir jetzt ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Sehr guter Fighter, Rossini. Jetzt ist er will unbedingt das Podium, Freunde. Davis will unbedingt das Podium. Ja, das hat uns so aus dem Tritt gebracht, dass wir da nicht mehr dran sind ganz. Da wird man schon wieder noch ein, zwei Runden brauchen wahrscheinlich, dass wir da wieder den alten Anschluss herstellen können. Zum Beispiel jetzt ranfahren und dann nächste Runde eventuell den Angriff. Ja, da waren wir zu weit weg und das war zu schlecht gefahren. Davy ist aber noch Dritter vorne. Ja, gibt's denn das? Holt er wirklich das Podium für uns? Ja, da bin ich zu schlecht in der Kurve. Jawohl, und er wird, glaube ich, Dritter. Davy Rossini. Sehr geil, Freunde. Sehr geil. Sehr geil. Ja, wenn er jetzt normal hinten blieben wäre, hätten vielleicht sogar wir den Move gemacht und wären wir vielleicht sogar Dritter geworden. Aber so, Gratulation an Andrea Rossini, würde ich sagen, an Davis Rossini, der hier noch Tobi und Marquez hier, ja, abzieht und ganz mit einem coolen Manöver in der 9. Runde in der Haarnadel bergab beide überholt hat und das dann nach Hause fährt. Sensationell geil. Den würde ich gerne mitnehmen, der freut mich. Gegen die beiden Yamahas, obwohl er die Pole hatte, fehlt er ein bisschen der Rennspeed. Bisschen fehlt er. Einmal auf die schnellste Runde schauen, sogar fast. Ja, muss man sagen, zwei Zehntel über die Runde. Muss man, ja, zwei Zehntel über die Runde fehlten da Rossini, Tobi und Marquez. Unfassbar. Wobei Marquez sogar die Rundenzeit hatte. Aber vom Rückstand her sind es zwei Zehntel pro Runde, wenn man es grob sagt. Ja, wie auf P6 hier, ja, bin ich halbwegs zufrieden. Zarco hier noch auf die 7 nach vor. Vor Lorenzo Crutchlow, Pedrosa, Scott Redding, Petrucci und Loris Passe auf der 13. Jo, Rossi für 3 Punkte. Vor Vinales und wir 43 Punkte hinten. Da wird wohl nichts mehr gehen. Rossini, ja, stürmt nach vorne langsam. Jetzt 8er. Aber er wird die letzten Rennen auch nicht mehr allzu viel reißen können. Also, weiß nicht, schwer zu sagen jetzt, ob er da bis Pedrosa noch nach vorne kommt. Das wäre aber noch das Maximum. Ja, jetzt im nächsten Jahr wäre es interessant. Ich weiß nicht, ob er dann am Anfang, wenn wir jetzt das Motorrad wieder wechseln, ob er da wieder von Anfang an mit dabei ist, von seinem Speed her, schwer zu sagen. Jeff, ja, einmal weggerutscht, habe ich aber zurückgespult. da habe ich ein bisschen probiert, ein bisschen aggressiver reinzugehen, aber es geht einfach nicht in der Kurve. Hin und wieder geht es vielleicht gut, aber dann irgendwann rutscht man da weg, das hat keinen Sinn. Da haben wir müssen die konservative Variante da nehmen, es ist ein bisschen zu unrund einfach dort. Ja, und Anthony Lewis in der Motor 2 baut immer mehr ab. Nummer 20. in der Endposition. Ja, gut, das Thema ist durch. Alles andere top. Auch die Werte sehr schlecht. Ja, liebe Freunde. Dann werden wir trotzdem, obwohl es schon keinen Sinn mehr macht, hier entwickeln.
falls wir doch eine Saison mit der Honda hier noch rein starten sollten. Jetzt einmal genau, haben wir den Motor mal rein, die Entwicklung, dass wir da auch volle Leistung gleich einmal haben. Vielleicht fangen wir auch hier eine Saison einfach an. Alleine wegen, sorry, da los, jetzt gehe ich. Ja, wegen Rossini, wenn der da vorne mitfahren könnte. Ansonsten wäre natürlich eine Saison Repsol auch geil, in der Fahrerkarriere noch anzufangen. Ja, schwierig. Aber MotoGP 18 rückt näher, liebe Freunde, und da werden wir wieder in der Moto3 durchstarten. Aber gerade da habe ich mir überlegt, bei MotoGP 18, wenn alles jetzt halbwegs so gleich ungefähr ist wie hier jetzt mit den zwei Karrieren, die wir quasi fahren können, Fahrer und Manager, da könnte man zumindest die erste Saison, wo wir in der Moto3 sind, vielleicht doch eine Fahrerkarriere starten und dort in der MotoGP fahren, dass man da im Prinzip wieder beides am Start haben. Zumindest einmal dort in der ersten Saison. Moto2 können wir dann eh schon lassen wieder. Genau, dass ich vielleicht die... Ah, das ist eine Möglichkeit. Dass ich die Repsol-Saison in der... bei MotoGP 18 in der Fahrkarriere starte, wenn das so möglich ist. Das können wir auch verlagern nach vorne. Genau, das ist ja gut. Das werden wir machen. Das ist eine gute Idee, Freunde. Das ist eine gute Idee. So werden wir das machen. Ist mir gerade eingefallen. Da werden wir Moto3, die Managerkarriere, sofern es es gibt natürlich, starten. Und mit Repsol werden wir die Fahrerkarriere starten, dass wir das gleich am Start auch die MotoGP sehen. Das wäre schon nice. Wobei natürlich in irgendeinem Moto3 in der Fahrerkarriere bei einem Werksteam da irgendwo mitzufahren, das gefällt mir auch sehr gut. Und dann so aufzusteigen in der Fahrerkarriere. Das ist natürlich, ja, aber alles geht nicht. Wir können nicht drei Saisonen auf einmal fahren, das wird es nicht spielen. Aber gut. Ich gehe schon wieder zu viel, sorry. Zumindest jetzt gerade aktuell, deswegen machen wir Schluss. Ich sage trotzdem, danke fürs Zuschauen und ja, jetzt kommen wir nochmal, ja, insgesamt vier Parts noch hier bei MotoGP 17, dass wir mal die zwei Saisonen durch haben. Hier Malaysia und dann noch Valencia bei beiden Rennen. So, und jetzt stellen wir unsere Nummer um, oder? Auf die 60, was wir eigentlich hatten. Warum auch immer die auf 66 gegangen ist, wenn ich jetzt gerade drauf denke. Schaut zwar cool aus, ach, aber Alex, 66, genau, da muss ich zweimal nach rechts gerutscht sein hier. Ja, viele Nummern sind nicht mehr frei, vor allem wenn sie komplett alle Nummern sperren und nicht pro Klasse die Nummern wieder neu vergeben, dass man es selber aussuchen kann. Dann pro Klasse. Finde ich ein bisschen schade, aber gut, ein paar Nummern gibt es ja. Keine Ahnung, ob sie Nummer 60... Hat der nicht Simon gehabt, oder? Irgendwer hat, glaube ich, gerade Nummer 60 gehabt, aber anscheinend hier nicht. Gut, Freunde. Das haben wir jetzt auch wieder umgeändert, habe ich drauf gedacht. Jo. Wir fahren, wie auch immer. Ihr werdet es schon sehen. Ein paar Ideen habe ich schon. Jo. Das war's einmal für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in Kürze. Mit ziemlicher Sicherheit. Was mich auch schon freut, ist die Beiwagen bei TT Isle of Man. Bin schon sehr gespannt, wie das ist. Könnte lustig werden. Da kann man auch vielleicht gegen die KI fahren, aber was wir so von der normalen KI gesehen haben, war die nicht sehr intelligent, leider. Aber gut, schauen wir mal. Aber über die 60 Kilometer Beiwagen, die TT Isle of Man, das, ja, könnte interessant werden. Könnte interessant werden. Danke für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.